Arminia Bielefeld gegen den HSV. Ja, was soll man sagen? Der HSV war in Bielefeld zu Gast und hat 2-0 verloren. Und im Endeffekt ist das auch der Beweis dafür. Hat man gerade insbesondere in der ersten Halbzeit gesehen, wo auch die beiden Tore für die Arminia gefallen sind, dass Hannes Wolf, der HSV-Trainer, die notwendigen Pillen gar nicht dabei hatte. Und zwar die Pillen gegen dieses bösartige HSV-Virus, was der HSV schon seit vielen, vielen Jahren hat und auch regelmäßig an diesem erkrankt, nämlich wenn man die Möglichkeit hat, sich punktemäßig irgendwie zu den direkten Ligakonkurrenten abzusetzen, lässt man diese Chancen liegen. Ja, die Pillen sind in Hamburg geblieben, insofern die Punkte wiederum in Bielefeld. Aber man muss ja schon sagen, Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Also im Endeffekt sind die Punkte bei Freunden geblieben. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Ja, der HSV hat sich in der ersten Halbzeit nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Spiel, was da irgendwie so ein bisschen zusammengewurstelt wurde, war auf jeden Fall nicht eines Tabellenführers der zweiten Fußball-Bundesliga würdig. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Woran hat's gelegen? Ja, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, fragst du dich immer. Woran halt die Lehen? Ich sag mal so, woran halt die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran halt die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Ist so. Viel interessanter finde ich es nämlich, dass der DFB wirklich jeden als Schiedsrichter zulässt. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, woher ich diesen Typen kannte, der da mit seinem gelben Shirt rumgelaufen ist, ja, und mit der Pfeife im Mund. Und jetzt weiß ich, wer das war. Das war die Klofrau aus dem Stadion! Oder irgend so ein wild gewordener Botaniker, der nämlich in bestimmten Situationen dem Rasen beim Wachsen zugeguckt hat! Meine Fresse nochmal! Das 1-0 für die Arminia! Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Arminia, an der Stelle, dass ihr gewonnen habt! Ja, da freue ich mich ja wirklich drüber! Aber das war hohes Bein, Mann! Da wurde dem Spieler vom HSV Mangala nämlich direkt an den Kopf getreten! Und trotzdem zählte das! Ito wurde mitten im Strafraum abgeräumt! Das war ein klarer Elfmeter! Es wird nicht gefällt! Meine Fresse nochmal! Was stellt ihr da eigentlich für Leute hin, do? Mann, do! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Kriegst so einen Blutdruck, do! Das ganze Spiel zerpfiffen da! Wäre viel spannender geworden und der HSV hätte sicherlich noch einige Chancen gehabt, wenn man da auch einen vernünftigen Schiedsrichter hingestellt hätte und nicht irgend so einen wild gewordenen Klofkraubotaniker da! Meine Fresse nochmal! Der lässt bestimmt oder der guckt bestimmt auch noch dem Gras in der Kloschüssel beim Wachsen zu. Oder hat er dem in den richtigen Situationen, hat er die 50-Cent-Stücke da auf seinem Trinkgeldteller da gezählt oder was? Mann, 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 du. DFB, was soll denn das? Was ist da los, Mann? Weißt du, in der ersten Fußball-Bundesliga überall Videoschiedsrichter und alles? Da wird schon alles zerpfiffen. Ja, und völlig für den Arsch. Und dann solche Geschichten. Wo pfeift denn der sonst? Der kann ja noch nicht mal Kreisliga pfeifen, der alte Lappen da. Wenn wir drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Meine Fresse doch mal, du. Hält doch keine Sau im Kopf mehr aus, du. Da kriegst du auch Blutdruck, du.